Herzlich willkommen zum neuen Shorterview Review. Und wenn ein leerer Tisch vorliegt, es ist Pickup-Zeit. Es hat sich wieder was angesammelt. Ich glaube, es ist mal nicht jedes Mal kommt was dazu. Fangen wir an, ganz was Einfachem. Ihr wisst, ich bin Fan der drei Fragezeichen, also die aktuelle oder die neueste drei Fragezeichen, der Fluch der Medusa. Ein interessanter Fall der drei Fragezeichen. Ja, hat mich erreicht. Nicht schlecht. Wie gesagt, ein Review davon findet ihr auf shortreview.de. Link ist oben dazu zu Shortreview. Also, wir haben klein angefangen. Weiter geht's. Dann fange ich an mit Film. Ich habe ein Filmgeschenk gekriegt, beziehungsweise ich und mein Bruder, für unsere Filmsammlung von einem Freund, der in Kiel wohnt. Ja, herzliche Grüße dahin, falls du das Video siehst. Und du hast uns einen Klassiker geschenkt. Und zwar Buckaroo Banzai mit Peter Weller, Alan Barkin, John Lithgow, Christopher Lloyd spielt mit und noch viele bekannte weiteren. Das ist ein absolut geiles Cover. Ein Klassiker von 1984, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 84. Peter Weller bekannt als Robocop. Alan Barkin war bekannt gerade durch Sea of Love, dem Thriller mit Al Pacino. John Lithgow, 30's Rock hieß seine Sendung und auch als Harry und die Henderson. Dann war er ein Bösewicht in Cliffhanger, also ein absoluter bekannter Schauspieler, absolut großartig. Ist eine abgedrehte Science-Fiction-Action-Komödie. Jeff Goldblum spielt auch mit, ganz jung. Also viele bekannte Gesichter, absolut abgedreht. Ja, man mag ihn oder man hasst ihn, es ist ein Kultfilm von damals. Deswegen, er musste sein auf Blu-ray mit viel, viel Bonusmaterial. Ja, schaut ihn euch gerne mal an. Also lohnt sich, ist auch nicht teuer, aber ein Klassiker. So, Lesestoff oder Spielzeug. Ja, wechseln wir kurz zu Spielzeug und dann kommt wieder Lesestoff. Lego gab es neu. Und zwar hat mein Bruder Lego neu bekommen. Etwas ganz Großes. Dass ich das hier nicht mal auf den Tisch bekomme. Deswegen folgen jetzt hier Bilder. Der imperiale Kampfläufer aus Das Imperium schlägt zurück, der AT-AT, hier aus der Lego Star Wars Ultimate Collectors Serie. Mit 62 cm Höhe und 69 cm Länge. Ein gewaltiger Kampfläufer mit zahlreichen Figuren, der sogar leicht geöffnet zum Reinschauen aufgebaut wird. Ein echtes Sammlerstück. Zu dem AT-AT Mega Kampfläufer gab es gratis oder nur in begrenzter Auflage, aber wer zu früh kommt, der bekommt das Laserschwert von Luke Skywalker aus Lego. Ja, nochmal schön mit einem schönen Artwork aus Imperium schlägt zurück. Passend dazu, dass es ja auch der AT-AT war, direkt unterm AT-AT hängt er fest. Einfach nur toll. Ein schönes Teil. Legchen. Es gibt einiges Neues an Lesestoff, ein Manga, das neue Eden Zero von Hiro Mashima. Ihr wisst, ich bin Fan, also auch das musste sein. Auch Fan bin ich von Captain Future, deswegen darf der neue Roman von Alan Steele auch zu mir ins Regal. The Horror at Jupiter, das ist in Englisch. Dazu kann ich sagen, es ist ein Vierteiler, das ist Teil 4, das ist im Self-Publishing erschienen, offiziell darf er weiterschreiben, also er ist offiziell der Autor von Captain Future, hat Captain Future neu interpretiert, etwas jünger gemacht, also seine Anfänge erzählt und die Figuren modern erzählt. Er ist aber weg vom Space Opera, auch wenn es noch leicht einen Touch hat, aber es ist mehr im realen Science Fiction angekommen. Amerika, wo er herkommt, da ist eher so der Bedarf nach diesem Real Science Fiction. Diese Space Opera, ist nur Star Wars vorbehalten eigentlich. Also ist ganz schwer da
was zu etablieren, wenn es nicht schon etabliert ist. Captain Future hat nicht funktioniert dort mehr im Normalen. Also hat man sich entschieden, das da zu machen, wenn das hier genau umgekehrt ist. Ich finde es gewöhnungsbedürftig, es ist unterhaltsam, auch wenn man hier und da mal mit den Augen rollt. Viele gute Ideen, auch eben halt, ja, es ist gewöhnungsbedürftig, weil es, wir kennen eben halt dieses ja, Space Opera wie Star Wars, ein bisschen überzogen, aber hier ist so viel auf real gezogen, was dann aber auch keinen Sinn ergibt. Ja, aber ansonsten großartige Action und spannend. Mit hier kämpft er gegen Vulcolon, wie er auch so heißt. Dieses Self-Publishing-Buch kostet gar nicht viel. Es hat knapp 9 Euro gekostet. Kann man bei Amazon bestellen. Das ist offiziell, es gibt es auch als E-Book und hat auch Artworks so mit drin. Auch viel Hintergrundinformationen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Unterstütze ich gerne. Wie gesagt, Teil 4 dieser großen Saga. Es wird sicherlich noch mehr Bücher geben, aber er hat den Hauptroman in 4 Teile geteilt und ja, ich muss das haben. Als nächsten Lesestoff gab es ein großes Comic. Schwer. Und zwar von Rick Master. Ich bin ein großer Fan von der Rick Master Reihe von Duchoteau und Tippett. Ich habe alle Comics davon auch gehabt. Nein, ich habe sie immer noch. Aber mir fehlte nur ein einziges. Und deswegen musste ich mir die Gesamtausgabe kaufen, denn der letzte Band ist nur in dieser Gesamtausgabe in Deutsch erhältlich. Hier drin sind 3 Comics als Gesamtband und ein paar Bonus. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Seiten, das ist einmal das letzte Duell. Ihr könnt ja sehen, die Cover, das letzte Duell. Kreuzmordrätsel und die Jagd nach dem Greif. Und ja, man muss dazu sagen, bei die Jagd nach dem Greif ist einer der beiden Künstler verstorben. Ja, ich bin gerade überlegen, wer von beiden, ich habe es gerade vergessen. Man bereitet sich vor und trotzdem vergisst man es. Ich blende es hier ein, wer gestorben ist. Der andere hat auf jeden Fall dann die Serie abgegeben und die wurde dann 9 Künstlern übergeben, die sie so ein bisschen neu, modern interpretiert haben. Läuft auch sehr erfolgreich, glaube ich, etwa jedes Jahr ein Band. Band 5, wenn ich mich recht entsinne, kommt im nächsten Jahr raus davon. Die 9 Abenteuer oder die 9 Fälle des Rick Master heißen die. Auch beim Splitter Verlag, sehr schön gemacht. Musste sein. So. Es geht mit Games weiter und ich fange erstmal an mit Computergames. Eigentlich nur ein ganz kleines Teil, das gehört in die Sammlung eines jeden Klassiker-Fans. Der neue Game & Watch von Zelda. Ausprobiert habe ich noch nicht, erst noch, es ist nur die Klebestreifen, die diese Hülle enthalten, abgenommen. In diesem klassisch angehauchten Game & Watch von früher gibt es mehrere Spiele und zwar NES-Spiele. Es ist dabei The Legend of Zelda, Zelda 2, The Adventures of Link, dann The Legend of Zelda, Link's Awakening, also 3 Spiele in einem. Vermin Link-Version, das sagt mir jetzt nichts. Die Uhr gibt es natürlich, also es gibt wohl das alte Game & Watch-Spiel ist auch drauf. Wunderbar gemacht in diesen schönen Sachen, toller Screen. Falls ich ihn, bis das Video fertig ist, ausprobiert habe, mache ich noch ein paar Bilder und Aufnahmen. Die blende ich dann auch gleich, ja, blende ich mit ein. Mehr kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen. Legend of Zelda ist Kult und das ist absolut toll und es war auch gar nicht teuer. Also es muss sein. Ich glaube, diesmal haben sie auch schon wieder vergessen hinten die Halterung, weil es ist ja so ein Aufsteller eigentlich gewesen. So eine kleine Klammer haben sie vergessen. Irgendwie kam das bei den Fans nicht so gut an, dass das fehlte, aber egal. Das ist wunderbar für den Preis, also es ist auch, ach, es ist ein Muss für Retro-Fans, Nostalgiker, ein Muss, es ist ein doppelter Muss. Einmal die Game & Watch und einmal die klassischen Spiele. Ja, klassisch geht es auch weiter mit Spielen, und zwar Brettspielen oder Kartenspielen. Im NES-Style angehaucht ist ein interessantes Kartenspiel erschienen, das wir uns zugelegt haben, und zwar Boss Monster. Gespielt habe ich noch nicht. Baue deinen eigenen Dungeon. Da sind dann solche Karten. Das ist schön so im klassischen Retro-Style-Look. Es könnte wie von Mario sein. Ist es erschienen. Ja, halt ein Kartenspiel. Das ist die Basis.
müsste das Basisset sein, genau. Und dann habe ich auch noch ein paar Add-ons dazu erworben. Oder in dem Fall mein Bruder, aber ich gebe es zu. Und zwar zwei Add-ons, sind noch nicht ausgepackt. Aufstieg der Minibosse. Dann hat man wohl ein paar stärkere Gegner. Mehr Herausforderungen steht hier. Und Bossmonster Erweiterung totale Zerstörung. Das klingt ja gut, klingt wie Pokémon. So, das sind die beiden Add-ons. Was? Mein Bruder hat das und noch ein paar andere Brettspiele, die ich euch auch gleich zeige, via Kleinanzeigen gekauft. Eigentlich wegen einem ganz anderen Spiel, was ich euch gleich noch zeige. Und das war so mit angeboten worden und dann einen großen Bundle-Deal. Kennt das ja, Bundle-Deals, immer gut. Und da gab es auch die Exklusive, und die ist recht selten zu bekommen, die Spielmatte. Ein bisschen schwer zu, ich muss sie mal so halten. Oder kann ich sie so halten? Die Spielmatte, wenn ihr spielt. Auch echt klasse. Ein bisschen seltener zu finden. War echt mit im Lot drin. Oder sagen wir mal so, die ist ein bisschen teurer, weil sie nicht, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie groß aufgelegt wurde oder wie auch immer. Aber war halt, oder ist halt ein bisschen seltener. Wie dem auch sei. So, das haben wir auf jeden Fall. Und dann ging es, ja, kam es weiter. Ich überlege gerade, das wird hier voll. Ich wird schon wieder richtig voll. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hinstelle, wenn man die alle nicht hoch kann stellen kann. Also das erstmal hier rüber. Bossmonster mal übereinander. Dann, das kann ich später nochmal machen. So, das kommt gleich zuletzt. Dann war dabei, weil musste sein, naja, was musste sein. War einfach so ganz, ganz günstig angeboten dazu. Für ein paar Euro. Sabak. Das Kartenspiel, was in in Star Wars so berühmt ist, bei dem Han Solo seinen Millennium Falcon gewonnen hat. Hier mit dem Artwork aus dem Film Solo. In dem Zusammenhang wurde das Spiel auch, oder das Spiel hier herausgebracht. Recht unterhaltsam. Gut gemacht. Ja, hier rutscht das schon hoch. Ich weiß gar nicht, weil die Karten da so locker sind. Naja, es ist unterhaltsam. Ja, da haben wir das. So, weiter geht's. Dann gab es noch ein Spiel. Auch ein kleines, ein bisschen Indie-Game, kann ich mal sagen. Unbroken. Ihr könnt hier sehen, wie es gespielt wird. Weiß ich nicht. Es ist so ein Fantasy-Spiel. Klang sehr interessant. Ist jetzt auf Englisch von Altema Games. So ein bisschen Rollenspiel, Dungeon bezwingen. Klang interessant, war sehr günstig auch in dem Bundle. Deswegen haben wir uns dazugelegt. Aber Ursprung des Ganzen war ein anderes Spiel. Mein Bruder ist auch großer Fan von, oder ich auch eigentlich, ich nicht ganz so am Sammeln, aber trotzdem, weil es auch mit irgendwie mit Transformers zusammenhängt, von Robotech. Robotech ist die US-Version der Macross-Saga und der hat Brettspiele von Macross angeboten. Warte mal, das mache ich gleich. Und zwar war dabei Robotech Crisis Point. Das ist jetzt in Englisch. Das ist, ja, können wir mal gucken. Auch so eine Art Kartenbrettspiel, so mit Tokens, Spielkarten. Sehr interessant. Das war, glaube ich, dass der Betreffende, der es verkauft hat, über Kickstarter wohl gebackt hat. Das war wohl eine Aktion, dass das erstellt wird über Kickstarter, auch offiziell von Harmony Gold. Robotech ist ja die US-Version von mehreren, oder eine US-Interpretation der Macross-Animes. Und auch sehr, sehr bekannt. So, ein bisschen rüberschieben. Als Bonus lag dabei noch, weil durch die Kickstarter kann man hier ein Playing Card Game, also ganz normale, ein Pokerkartenspiel. Das Wort fiel mir gerade nicht ein. Auch hier hinten ein schönes Artwork. Vorne die SDF-1, das Hauptschiff, gigantischer Transformer kann man fast sagen. Ein Raumschiff, was sich auch in einen Roboter verwandelt, aber nicht ganz so wie Transformers. Also es ist schon von Menschen gesteuert. Auch sehr genial war das dabei und es war auch noch ein zweites Robotech-Spiel, auch so ein Würfelspiel, Kartenspiel, keine Ahnung, ich habe es nie gespielt, aber es sah auch geil
Force to Arms dabei. Und hinten kann man auch nochmal sehen. Ganz, ganz günstig. Und als Fan dieser ganzen Sache ist, wie gesagt, das ist auch mit Verwandlungsroboter, gerade die Jets, die sich verwandeln, sehr bekannt. Ursprung bei Transformers, beziehungsweise umgekehrt Jetfire oder Skyfire, basiert auf diesem, oder basiert eben halt auf einem Macross Jet, weil sie damals, als sie G1 geschaffen haben, von Bandai die Rechte erworben hatten zu diesem einen Jet, dem Jetfire, der benutzt wurde. Das war, glaube ich, von Roy Fokker, von dem Charakter der Jet. Den haben sie integrieren wollen. Das sollte der Autobot Leader werden. Ihr könnt das auch in meinem Video More Than Meets the Eye, ist ein, das allererste Video, was ich hier über Transformers auf diesem Kanal habe. Erzähle ich jetzt ein bisschen genauer. Auf jeden Fall war diese Figur dort vertreten und ja, aus Rechtsgründen konnte die im Cartoon richtig vorkommen, deswegen wurde er abgewandelt als ja, der Jetfire, den wir heute kennen. Unabhängig davon, Robotech, eine großartige Science-Fiction-Geschichte mit Mechs und einfach nur klasse. Und wer aufgewachsen ist, wie ich, in den 80ern und 85, der hat auch diese Serie im TV gesehen, so um 87 herum. Ja. Das war's dazu. Da gab es noch einen, das ist jetzt hier im Schutz drin, komme ich da ran. Wollte es euch ja zeigen. Komme ich gar nicht ran. Ich komme da gar nicht ran. Das ist ein Comic. Versuche da gerade ranzukommen. Ein Free Comic Book war noch dabei. Das war hier hinten war auch beworben. Die Spiele. Ja, ein bisschen modern interpretiert. Ich versuche gerade mal eine Zeichnung zu finden. Aber hier, ich gucke mal, ob ich da jetzt noch einen verwandelten Roboter sehe. Ein Jet. Sehr modern, die Hauptcharaktere, die wir kennen. Nee, leider nicht. Leider nicht zu sehen, aber gehört dazu. So, schön wieder in diese Folie, weil es ist schon recht selten. Diese sind natürlich nicht in Deutschland erschienen, nur in Amerika. Deswegen etwas schwerer zu finden, das Comic. Ja, ich lasse es hier liegen, das ist zur Sicherheit. So, das waren jetzt diese Comics, diese ganzen Pickups, mal ein bisschen anderer Art. Jetzt geht es aber auch mit Transformers weiter. Transformers bewahre ich mir immer zum Schluss hier auf, als großer Fan. Und ja, ich fange an. Es gab eigentlich nur zwei Deals momentan. Weitere kommen noch, aber das in den nächsten Ausgaben. Aktuell habe ich einen Deal über das Transformers Facebook-Forum, Transformers Fans Deutschland, glaube ich. Ja, also Transformers Deutschland Forum. Und da gab es dann einen Deal, da habe ich 2-3 Figuren und Comic Nummer 22 von den Transformers. Ja, fehlt mir. Transformers Comic Nummer 22, das letzte der großformatigen Transformers Comics. Ist damit in meiner Sammlung. Ich habe die abgeschlossen. Das heißt, momentan, steht das hier? Auch nicht wirklich. Doch, jetzt steht das. Momentan fehlt mir jetzt nur noch Taschenbuch Nummer 4 und von den Marvel Comics, wo ich die noch haben möchte, Nummer, jetzt muss ich raten, 70, 75 oder 77. Zwei Stück eigentlich nur. Zwei Marvel, ausgerechnet natürlich zwei schwer zu finden Ausgaben. Das heißt, da wird das Sammeln etwas länger dauern. Gut, zu diesem Deal mit dem netten Kollegen aus dem Facebook-Forum gab es noch 3 Transformer. Sie sind leider nicht komplett vollständig. Ich fange mit der an, mit der Figur, die ich eigentlich auch schon habe, aber jetzt nochmal heil, auch wenn die Pistole fehlt. Brawl. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich habe ihn auch einmal in Einzelteilen. Das ist jetzt der, den ich zum Verwandeln sozusagen benutzen werde, der andere mehr als Panzer dann rumstehen wird. Genau. Pistole sozusagen fehlt noch. Der Kanone ist da, somit ist der als Panzer vollständig. Wie der andere auch. Ja, das ist das, was mir fehlt. So, dann gab es noch 2 weitere Figuren. Ein Headmaster Junior, sagt man ja immer so leicht. Fangry, der Headmaster, ist in seinem, das ist ja der Headkopf, den habe ich hier unten in seinem Fach drin. Hier fehlt leider ein Teil vom so ein Flugschild, kann man sagen, und die Waffe.
Ne? So ein Flugschild ist so, wie sieht aus wie Fledermausflügel. Und die Waffe ist ein sehr komischer Charakter eigentlich. Ja, simple Verwandlung, Arme und der Kopf kommt dann hier unten rein. Ist eigentlich der einzige Decepticon, der mir fehlte. Mir fehlen die Autobots hauptsächlich. Ich habe da nur einen einzigen von. Also in dem Sinne, er hatte sie auch, aber die waren alle unvollständig und das wollte ich nicht. Und der war, wie gesagt, fast bis auf die beiden Zubehörteile jetzt komplett und gefiel mir ganz gut, dass ich ihn auch mal endlich haben wollte. Also Fungur, großartige Figur. Ja, und als letztes ich habe die Figur in der Box, einer der wenigen Boxen, die ich habe, aus Japan. Und zwar einen Decepticon Clone, ein bisschen ausgeleiert und bespielt, den Decepticon Clone Pounce, verwandelt sich in einen Panther. Hat zwei Rubbellogos. Einerseits das Logo, was ihn als Klon ausmacht, hier, und ein Rubbellogo, was ihn als Decepticon ausmacht. Großartiges Gimmick. Leider sind die. Ich überlege gerade, in wie viele Folgen, eigentlich nur in einer Folge vorgekommen. So richtig, und zwar in Die Wiedergeburt, in der kurzen, dreiteiligen, vierten Staffel von Transformers. In den japanischen Master Force, wo es weitergeführt wurde, weiß ich momentan gar nicht, ob die vorgekommen sind. Ich habe die nur einmal gesehen, ich will sie mir nochmal angucken auf jeden Fall. Aber ein großartiger Charakter, deswegen musste ich ihn nochmal haben. Das sich lohnte, den mitzunehmen. Waffe fehlt, ist das Einzige, aber ansonsten heil und vollständig. So, wir nähern uns schon fast dem Ende. Es gab nur noch einen kleinen Transformers-Lot, den ich aufgekauft habe, an Micromaster. Ein paar werdet ihr auch kennen, weil ich die euch schon mal gezeigt habe. Und zwar einmal habe ich mir noch einmal fast komplett die Metro Squad organisiert. Hier fehlt leider so ein, so ein kleiner Korb war da, so ein Krankorb, der fehlt hier hinten. Aber auch vollständig, das heißt, der wird mich auch verlassen. Der fehlte mir. In meinen letzten großen Micromaster-Lot waren die ja fast alle dabei. Der fehlte mir noch in der Sammlung. Ich hatte den Tank, aber der war bei mir, da war ein Nipsel abgebrochen, aber mir fehlte der vordere Wagen. Somit habe ich den jetzt komplett und das coole Micromaster-Luftkissenboot ist in einem bisschen besseren Zustand als meins. Somit ist das ein schönes Upgrade für meine Micromaster-Sammlung. So, weiter geht es. Und zwar habe ich die Hot Rod Patrol noch bekommen. Das sind, ich stelle sie kurz hier hin, vier schöne Hot Rods. Davon hatte ich zwei und zwei fehlten mir. So, diese beiden bereits hatte ich, schon sehr lange gehabt. Und diese beiden Kameraden fehlten mir. Somit bin ich meinem Ziel, persönlichen Ziel, die Micromaster, die in Europa rausgekommen sind, in Japan sind noch viel mehr rausgekommen, komplett zu kriegen. Ja, bin sehr weit. Also mir fehlen von den Patrols nur noch zwei Figuren, und zwar aus der, jetzt muss ich wieder die Pickup. Es gibt ja, jetzt komme ich gerade nicht drauf wieder. Immer dann, wenn man aufnimmt, dann muss man immer überlegen, was war das nun? Also es gab auf jeden Fall diese Monster Truck Patrol. Da fehlen mir noch zwei Stück. Ich habe zwei und zwei fehlen, wie bei der Patrol. Ja, und ich glaube, dass ich mir doch nochmal die Mondbasis oder diese Raketenabschussbasis neu kaufe, weil die bei mir doch ein bisschen beschädigt ist und nicht vollständig. Und das werde ich wohl nochmal ein bisschen mir zulegen. Ansonsten überlege ich gerade, ich glaube, mit den ein Doppelfahrzeug fehlt mir noch, was zu einem Fahrzeug gehört. Und dann habe ich alle komplett dieser deutschen oder dieser europäischen Micromaster. Ja, das waren die Pickups. Ob es kürzer war diesmal das Video, das weiß ich nicht. Das ist jedes Mal eine tolle Überraschung. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like, kommentiert, sagt mir, was ihr davon haltet. Was ist euer Favorit? Wie steht ihr zu Brettspielen? Und soll ich mehr zeigen? Was soll ich euch noch zeigen? Also haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.